Servus, grüßt euch. Heute wollen wir uns mal den Dyson Pure Cool im Langzeittest anschauen. Das Gerät reinigt die Luft auf Basis diverser Partikel, wie ihr sicher in den Artikelbeschreibungen schon gefunden habt, hat einen Filter eingebaut, eine Fernbedienung mit dabei und auch eine App-Steuerung. Im unteren Bereich des Dyson lagert sich allerdings Staub ab, der auch nicht durch die Ventilationsfunktion entfernt wird. Über die magnetische Fernbedienung, die ganz praktisch oben am Gehäuse angebracht werden kann, oder über die App können alle Funktionen des Gerätes entsprechend gesteuert werden. Der Filtertausch geht super leicht von der Hand. Ihr müsst auf den beiden Knöpfen links und rechts eindrücken, dann könnt ihr das obere Teil der Anlage abziehen und dann den Filter einfach entnehmen. Jetzt kommen wir zur App-Steuerung, die absolut einwandfrei funktioniert. Die gleichen Funktionen bietet wie auch die Fernbedienung. Ihr könnt ausschalten, ihr könnt den Automatikmodus anstellen, ihr könnt die Ventilationsstärke im manuellen Modus einstellen und ihr könnt einstellen, ob er sich nach links und rechts schwenken soll. Ihr habt unterhalb das Menü, das genau die gleichen Funktionen wie bei der Fernbedienung wiedergibt. Das heißt einstellen, ausstellen, Nachtmodus etc. In den Geräteeinstellungen könnt ihr sehen, wie stark euer Luftfilter verbraucht ist, euch direkt bei Dyson einen neuen Filter online kaufen bzw. entsprechend auch euer Gerät aus den Rubriken entfernen. Denn beim Gerät programmieren könnt ihr neue Zeiteinstellungen hinterlegen. Das geht ganz leicht. Ihr klickt auf den entsprechenden Wochentag, stellt dort die entsprechende Ventilation ein, automatisch eine gewisse Stufe von 0 bis 10 und könnt dann die Ventilation für den entsprechenden Tag starten. Ihr könnt auch die Zeit definieren, in welcher der Ventilator laufen soll. Wenn ihr auf den Punkt Sprachsteuerung klickt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder über Siri oder Amazon Alexa euren Dyson Pure Cooling zu steuern.